Ich begrüße heute Herrn Kütbach, Bürgermeister von Bad Bramstedt, ganz herzlich im Studio vom Stadtmagazin. Herzlich willkommen. Ja, moin. Schön, mal wieder hier zu sein. Ja, vielen Dank. Herr Kütbach, Digitalisierung ist in aller Munde, auch in Bad Bramstedt, Fragezeichen? Ja, selbstverständlich, auch in Bad Bramstedt. Handel und Gewerbe brauchen das natürlich. Und wir haben auch natürlich die Situation, dass die privaten Haushalte immer anspruchsvoller werden, die neuen digitalen Produkte nutzen wollen, bis hin also zur Erweiterung von Fernsehangeboten, interaktiven Angeboten, selbstverständlich. Alle wollen es nutzen und die Infrastruktur ist zum Teil vorhanden und muss aber hier auch in Bad Bramstedt weiter wachsen. Derzeit werden die ersten Glasfaseranschlüsse in Bad Bramstedt verlegt. Wie ist da der Status? Wie ist der Stand? Also wir haben in Bad Bramstedt schon seit Jahren in einzelnen Bereichen Glasfaser. In den seltensten Fällen bisher Glasfaser quasi bis in die Häuser hinein. Glasfaser wird im Moment mehr. Das ist sehr erfreulich, weil alle Experten sagen, dass das die eigentliche Zukunft ist. Weil die Geräte werden ja nicht auf dem Stand der Technik von heute stehen bleiben, sondern werden sicherlich in den nächsten Jahren noch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erfordern. Und da wissen wir nur bei Glasfaser gesichert, dass da fast keine Grenzen nach oben sind. Also Bandbreiten werden immer größer und auch notwendiger. Wir merken das selber. Wann werden die Unternehmen in Bad Bramstedt mit Glasfaser rechnen können? Zum Teil haben sie bereits Glasfaser, weil auch im Gewerbegebiet Nord jetzt auch sozusagen mehrere Anbieter angekommen sind, nicht nur einer. Es gibt eine Kooperation mit Bramstedt, jetzt muss man sehr genau aufhören, natürlich. Mit Bramstedt ja, und Bad Bramstedt, mit CityLight. Mhm. Wie ist das entstanden? Das ist entstanden zunächst einmal nicht, weil wir uns verfahren haben und auf einmal aus Versehen in Bramstedt, ja, oder hoppla, ist das Bad schon weg? Nein. Es ist einfach auf der Ebene der Kooperation der Stadtwerke entstanden. Wir haben hier bei uns die Stadtwerke Bad Bramstedt und standen vor der Frage, ob wir jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen, um nochmal ein eigenständiges Breitbandprodukt der Stadtwerke aufzubauen, so wie das in etwa in Norderstedt passiert ist, allerdings auch in einer ganz anderen Phase, wo es vielleicht auch noch viel unentdecktes Land zu erforschen gab, haben aber letztlich gesagt, wir wollen das Rad hier nicht neu erfinden, sondern mit unseren Partnerstadtwerken in Bramstedt kooperieren. In der Weise, dass eben auch ein Vertriebsbüro dann im Haus der Stadtwerke Bad Bramstedt eingerichtet wird und es auch Synergieeffekte gibt, sowohl für die Kunden im Service und bei der Vertragsgestaltung. Das ist viel besser, als wenn wir jetzt sozusagen nochmal ein konkurrierendes Produkt zu den Bramstedtern aufgelegt haben hätten. Und das Zweite ist, dass ich eben im Zuge der Breitbandoffensive im Amt Bad Bramstedt-Land sich die Bramstedter quasi an Bad Bramstedt herangearbeitet haben, über Heidmoor, über Weddelbrook, Zusen, haben sie dann sozusagen an unsere Stadtpforte geklopft und wir haben natürlich als ersten Schritt gesagt, wir sind selbstverständlich gern bereit, die Türen auch im Bereich Bissenmoor zu öffnen. Das ist letztlich auch das erste Gebiet, wo eben die Bramstedter jetzt mit ihrem Produkt auch tatsächlich zu sehen und zu kaufen sind. Und sukzessive geht es jetzt weiter. Es ist von vornherein vorgesehen im Baugebiet Bümöler Straße, dort von vornherein auch dieses Angebot zu haben. Neben allen anderen natürlich auch immer die große Auswahlmöglichkeit. Das bedeutet, dass der gesamte Bereich, der zwischen Bissenmoor und der Bümöler Straße liegt, zum Teil auch schon mit angeschlossen wird, also wenn man also sozusagen diagonal durch die Stadt geht. Und momentan ist eben ein Wohngebiet dran, wenn wir so die Ecke Schillerstraße nehmen, Glückschillerstraße, das es schon länger gibt, aber wo dann jetzt tatsächlich auch die Nachrüstung des Bestandes stattgefunden hat. Die Bramstedter werden für sich Ziele gesetzt haben und werden sicherlich sagen, hoppla, also wenn sich die Bad Bramstedter nicht für unsere Produkte interessieren, weil die sagen, wir sind mit den klassischen Anbietern zufrieden, haben vielleicht auch kein Interesse an besonders hohen Geschwindigkeiten oder dieses Interesse konnte nicht geweckt werden vom Wettbewerb, dann kann ich mir vorstellen, dass die Bramstedter sagen, dann schalten wir da mal in Bad Bramstedt einen Gang runter. Das wäre schade,
weil davon natürlich abhängt, dass dieser Wettbewerb, von dem letztlich alle Bürgerinnen und Bürger was haben, sich dann nur auf Teile des Stadtgebiets beschränkt. Und das ja, sollte anders sein. Schön wäre natürlich, wenn wirklich, wenn also wirklich vom Golfplatz bis zum Moor, bis zum Schäferberg alle entsprechend versorgt sind. Also es bleibt spannend. Wann bekommt der Bürgermeister in Bad Bramstedt seinen Glasfaseranschluss oder hat er den schon? Also er hat schon einen Breitbandanschluss, mit dem er zu Hause auch ganz gut klarkommt. Allerdings muss ich sagen, bei uns zu Hause ist es noch ein Mischmasch von verschiedenen Anbietern. Okay. Und wir überlegen sozusagen bei unserer nächsten Hardware-Modernisierung mal zu gucken, ob wir das vereinheitlicht bekommen. Also sozusagen, wir sind auch im Fokus des Wettbewerbs. Ja. Viel wichtiger ist natürlich darauf zu achten, dass also auch gerade die Ecke am Bleek mit dem Rathaus auch entsprechend versorgt ist. Das halte ich für viel vorrangiger, dass der Bürgermeister beruflich blitzschnell ist. Also entweder sozusagen mit seinen Informationen aus dem Rathaus rauskommt oder aber, wenn er dann mal in der Weltgeschichte umherschwirbt, auch genauso blitzschnell seine Informationen ins Rathaus kriegt. Herr Küper, vielen Dank für das Interview. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.